Hallo und herzlich willkommen in meiner Bastelecke. Ich habe heute ein weiteres Inspirationsvideo zu den neuen Actionstanzen. Ganz so neu sind sie ja nicht mehr, aber man kann sie trotzdem aktuell noch kaufen. Und ich weiß, dass diese Inspirationsvideos für dich immer sehr hilfreich sind. Ich kriege da so viele nette Kommentare unter den Videos der letzten Wochen und Monate und möchte mich da auch auf jeden Fall noch einmal herzlich dafür bedanken. Wir werden heute mit der Stanze mit den Sternen arbeiten. Ich finde, dadurch, dass man da auch diese Outline hat bei den Sternen, kann man da wirklich sehr, sehr viel machen. Und ich habe mir gedacht, wir werden heute eine Kula-Karte zusammen basteln, also eine interaktive Karte. Dafür braucht man auch ein ganz normales Centstück. Und wenn dich interessiert, was man mit den Stanzteilen und dem einen Centstück heute machen werden, dann bleib gerne dran. Als Basis für die Kula-Karte braucht man ein Stück Designerpapier. Ich habe jetzt mit 10 x 14,5 cm mir das ausgemessen bzw. zugeschnitten und habe das mit Distressoxidkissen bearbeitet, dass das so ein bisschen wie so ein Galaxy-Hintergrund ausschaut. Du nimmst aber einfach das Designerpapier, was dir gut gefällt. Und dann braucht man von den Stanzen einmal den großen Stern, der auch dann diesen Rahmen, diese Outline hat. Legen uns das mittig auf den Hintergrund und dann braucht man Washi-Tape zum Fixieren. Ich nehme nur eins, das nicht sehr stark klebend ist und man kann da auch mit den Fingern so ein bisschen die Klebekraft noch runternehmen, weil ich habe einfach Angst, dass wenn das zu stark klebt, dass ich mir mein Distressoxidkissen wieder mit runternehme. Beim Designerpapier ist die Gefahr jetzt nicht ganz so groß und ich schaue, dass der einigermaßen mittig ist. Wie man den Stern jetzt platziert, ob so oder so, das bleibt jedem gleich überlassen. So. Fixiere mir den einmal. Leg den auf meine Schneideplatten drauf und kurbel das durch die Big Shots durch. Gesagt, getan. Jetzt müssen wir uns nur das Washi-Tape noch vorsichtig ablösen. Das schaut gut aus. Da fällt mir der Rahmen schon raus. Das Teil aufgehalten, das braucht man nachher noch. Und einmal auch da vorsichtig runterlösen. Das heißt, ich habe dann einmal den Hintergrund, habe dann diesen vollflächigen kleinen Stern und einmal den Rahmen. Das Washi-Tape klebe ich mir da hin. Vielleicht brauchen wir es nachher noch einmal. Und jetzt wird es eigentlich schon ziemlich spannend. Wir brauchen ein Kartenruling. Ich habe mir jetzt für einen schwarzen dazu entschieden, weil ich finde einfach mit dem Galaxy das Schwarz, das schaut super aus. Und dann braucht man, das ist jetzt noch von meinem Distressoxid, Kissen auf dem Hintergrund, das ist aber kein Problem. Dann braucht man so 3D-Klebelinien. Meine sind jetzt von Stampin' Up. Es gibt es von anderen Marken auch, aber irgendwie kommt man vor nicht in der Form, dass die so dünn sind. Und die werden wir uns jetzt hinten einmal um den Rand herumkleben. Ja, das war die letzte Linie. So genau wie bei einer Schüttelkarte müssen wir jetzt natürlich nicht arbeiten, weil ja kein Füllmaterial nach hinten kommt. Was ich dann aber trotzdem gerne noch mache, ist mir da oben und da auf der Seite noch einen Streifen reinzukleben, damit es in der Mitte nicht so durchhängt. Das ist auch noch wichtig. Und dann können wir das eigentlich schon direkt auf dem Kartenruling platzieren. Genau, dafür ziehe ich mir einfach auf der Rückseite die Schutzfolie ab. Schau, wie mein Stern sein soll. Also so nach unten passt es schon. Und versuche das jetzt einigermaßen gerade. Ich glaube, von der Seite geht es ein bisschen besser, auf meinem Kartenruling zu platzieren. Ja, das passt, das schaut gut aus. Dann noch schön festdrücken. Passt. Dann ist es jetzt so, dass dieser Stern in der Mitte, der wird natürlich auch erhöht. Das machen wir aber zum Schluss, weil wir zuerst dieses Teil wieder da reinkleben wollen. Man kann es natürlich auch so machen, dass man dann den schwarzen Hintergrund durchscheinen lässt, aber ich finde es einfach schöner, wenn es diese Einheit bildet und der Stern, so wie wir den ausgestanzt haben, da auch wieder reinkommt. Dafür nehme ich mir dann Flüssigkleber. Na, komm raus.
Dann muss ich jetzt natürlich schauen, wo meine Farbflecken sind. Also das ist nicht so mit da reinbar, weil dann habe ich da ein Stück Lila, das eigentlich da nach unten gehört. Und klebe mir das da wieder rein. So, da kann ich mir zur Not auch noch mal Falzbein dazu nehmen, dass wir das wirklich gut fixiert haben, dass da auch nichts aufsteht, was nachher unseren cooler Effekt irgendwie blockieren könnte. Genau. Und das ist eben dann das Teil, das da wieder mit reinkommt. Das werden wir auch erhöhen. Bevor wir das aber tun, nehmen wir uns unser 1-Cent-Stück und werden das dann gleich direkt drinnen platzieren, weil sobald wir das erhöht dann da drüber gelegt haben, können wir ja unser Cent-Stück da nicht mehr reinkriegen. Was ich da vorher auch immer ganz gerne mache, ich habe da fürs Embossen so ein Buder-Dingsbums, so ein Embossing-Tool. Und damit streiche ich mir einfach den Cent noch ein bisschen ein, damit da alle Rückstände weg sind und dass der dann ein bisschen besser flutscht, sagen wir mal. Genau, den lege ich mir da auch rein einmal an einer Stelle. Und dann auf der Rückseite machen wir uns auch das doppelseitige Klebeband. Wo haben wir es? Ah, die Klebelinie, meine ich. Aber ist eigentlich eh doppelseitiges Klebeband. Jetzt bin ich natürlich auch bei der Kamera angestanden. Entschuldigung für das Wackeln. Und klebe mir das da in der Mitte zwei so kleine Streifen. Wichtig ist natürlich, dass ich jetzt nicht am Rand entlang gehe, weil sonst blockiere ich mir da wieder diesen Cooler-Effekt von meinem Sandstück. Ich hoffe, es reicht. Dann muss ich jetzt wieder schauen, wie das da reinkört, aber es passt eh so. Und klebe mir das jetzt mittig in diese Aussparung rein. Und das ist eigentlich schon der erste Schritt zu unserer Cooler-Karte. Als nächstes braucht man natürlich ein Motiv, das coolert. Ich habe mir da aus dem Stempelset, wo habe ich es, Out of This World, weil ich das einfach total cool finde zu diesem Galaxy-Hintergrund. Da habe ich mir schon ein paar Sachen ausgestanzt und zwar habe ich die da vorbereitet. Ich lege mir die da jetzt einfach um. Genau, und ich bin jetzt im Überlegen, ob ich den Astronauten coolern lassen soll oder die Rakete. Aber ich bin eher für die Rakete eigentlich. Das heißt, wir bringen uns auf der Rakete. Schauen wir mal. Ah ja, da habe ich noch ein Stück, weil den Rand kann man da auch mitverwenden. Das ist auch ganz praktisch. So, schneiden wir da auch ein Stück ab. So. Ich glaube, das ist zu groß. Schauen wir mal. Ich glaube, da blockieren wir uns. Aber ich habe hier es noch einmal in der Mitte, dass wir da wirklich auf der sicheren Seite sind. Ziehe mir das einmal ab und klebe das da direkt auf den Cent drauf. Ziehe dann die Schutzfolie auf der anderen Seite ab. So. Und klebe mir meine Rakete. Da muss ich jetzt natürlich schauen, in welche Richtung dass ich sie gerne möchte. Aber bei mir soll sie einfach nach oben gehen. Und was ich jetzt natürlich nicht geschaut habe, ist, dass man den Cent auch schön bedecken soll, natürlich. Genau. Und wenn man jetzt die Karte mehr oder weniger in verschiedene Richtungen dreht, dann coolert dieses Raumschiff oder man kann es dann natürlich auch ziehen, coolert dann in verschiedene Richtungen. Wenn man jetzt ein Motiv hat, das jetzt auch Kreis zum Beispiel ist oder Quadrat, dann geht es natürlich ein bisschen leichter als mit dem Stern, weil da muss man eben an den Ecken immer schauen, in welche Richtung fahre ich da. Da geht es nicht hundertprozentig von alleine, aber es funktioniert trotzdem eigentlich ganz gut, finde ich. Ein bisschen Übung braucht man halt. Aber generell finde ich eigentlich den Effekt richtig cool, genau. So, jetzt habe ich da natürlich noch ein paar andere Sachen, um das Ganze zu dekorieren. Als Spruch habe ich mir einmal dieses Schein ausgestanzt und ich denke, wir werden auch mit dem Spruch, mit der Schrift starten. Ich habe nämlich auch noch vorbereitet, den habe ich mir schon aufgezogen, aus dem Stempelset On the Beach von Laun von It's Your Birthday. Und das passt da eigentlich ganz gut. Shine, It's Your Birthday. Das werden wir uns aufstempeln. So, wo habe ich es da? Ein Stück Restpapier.
diese kleinen dünnen Streifen, die fallen bei mir immer ab, wenn ich mir meine Kartenaufleger zuschneide. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil die passen eigentlich für fast alle Stempel von der Breite her. Und da muss ich mir nicht mehr so viel abschneiden seitlich, weil mit diesen kleinen Stücken ist das ja immer ein bisschen so futzelig. Ich habe aktuell einmal das Extreme Black von My Favorite Things. Wer mein letztes Video gesehen hat, weiß, dass ich kein VersaFine mehr habe, beziehungsweise kein Nachfüller mehr irgendwo finde, der gerade lieferbar ist. Jetzt verwende ich zurzeit einmal das, habe mir aber schon ein neues VersaFine bestellt, weil ich mit dem Extreme Black nicht ganz so gut zusammenkomme, weil das ist doch sehr nass und man sieht, der Stempelabdruck wird zwar, wie es so schön heißt, Extreme Black, aber der ist so ein bisschen ausgefranst und das habe ich eigentlich beim VersaFine nicht, aber für mich ist es jetzt so okay. Ich habe ja eh nichts anderes. Ich muss ja mit dem arbeiten, was da ist. Aber wie gesagt, mit dem bin ich halt nicht so hundertprozentig zufrieden. Dann schneiden wir uns das da ab. Und ich habe auch schon ein graues Papier hergerichtet, weil da möchte ich das dann noch draufkleben, dass sich das ein bisschen abhebt vom Hintergrund. Und ich denke, dieses leichte Grau, das passt auch. Jetzt schaue ich nur schon ein wenig der Breite. Aber ich denke, es müsste wieder mit der Breite von der Metallschiene da ganz gut passen. Schauen wir mal. Ja, perfekt. Also das ist auch ein Tipp, den ich auf jeden Fall weitergeben kann. Sich einfach, also man sieht es natürlich nicht, sich da an der Metallschiene zu orientieren, weil man natürlich erst bei ungefähr 1,5 cm da oben, beziehungsweise eigentlich fast erst bei 2 oben anlegen an kann, weil da hat man ja nach oben hin keine Stütze genau. Also ich finde das immer ganz praktisch, wenn man sich das einfach da an der Metallschiene anlegt und sich dann da orientiert. Das dürften so 1,3 cm sein ungefähr. So, dann werde ich mir den gleich einmal schwarz umranden, wenn ich irgendwo ein Schmierpapier finde. Passt, habe eins gefunden. Und habe mir auch gleich den Sharpie mitgenommen und fahre jetzt einfach einmal rundherum. So. Und dann kleben wir das da drauf und zum Schluss schneide ich es mir auf der Seite dann einfach ab. So. Und dann braucht man nochmal das Schneidebrett und schneidet auf der Seite einfach ab. Perfekt. So, dann können wir das eigentlich gleich direkt aufkleben. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das da unten machen oder da oben oder so. So gefällt es mir am allerwenigsten, wenn ich ehrlich bin. Nein, ich glaube, ich werde das Schein da unten machen und das It's Your Birthday so. Oder doch oben? Na, unten. Definitiv unten. Das heißt, ich bringe mir da auch gleich Flüssigkleber auf. Und suche mir da eine schöne Position. Ich denke, so werden wir es machen. Schein. Und das ist ja Bursty so ein bisschen schräg darunter. Oh, das war knapp. Klick gehabt, dass es nicht auf die Kleberseite gefallen ist. So. Dann. Also ein kleiner Tipp von mir. Ich habe mir da auch schon von diesen ganzen Sternen ein paar noch dazu ausgestanzt. Das sind hauptsächlich die zwei und dann auch noch den mittleren da. Weil ich finde es ganz nett, diesen kleinen Stern als I-Punkt zu verwenden. Also es gibt zwar bei diesen Scheinen da auch den I-Punkt, aber ich finde es trotzdem niedlicher, wenn man da wirklich als I-Punkt dann auch einen Stern klebt. Wenn ich ihn runterkriege, so. Und einmal da drauf. Das schaut doch richtig süß aus mit dem Sternchen. Gefällt mir schon total gut, die Karten. So.
Und dann überlege ich mir noch, was ich mit meinen restlichen Teilen mache und wie ich die da am besten anordne. Da haben wir noch eine Erde. Das wird zu viel, zu groß. Aber noch ein paar kleine Planeten. Und den Mond haben wir auch noch. So. Oder da unten. Eher da in der Mitte. Und genau, die werde ich jetzt einmal festkleben und die Sterne und das Ganze, das werden wir einfach nachher zum Schluss auffüllen. Genau. Ich mag sowieso so Galaxy-Karten total gern. Und das Chamberset eben Out of This World, das ist auch richtig cool. Vor allem, wenn man es natürlich auch für andere Sachen nutzen kann. Also das ist ein Sonnenstempel, den man natürlich auch für ganz, ganz viele andere verschiedene Karten, wo man jetzt so in Szenenort geht, also mit Landschaft oder so, kann man die Sonne auch echt gut verwenden, weil die hat eine tolle Größe und die lässt sich leicht kolorieren. Ist auch mit den passenden Stanzen dann leicht auszustanzen. Also finde ich echt cool, das Stempelset. Das gefällt mir total gut. Und ist auch eins meiner Liebsten von My Favorite Things, wenn ich ehrlich bin. Ah, My Favorite Things, sage ich, von Lawn Fawn natürlich. So. Den machen wir auch noch fest. Passt. Und dann werde ich mir einfach die Sterne wie wild noch zusätzlich in den ganzen Lücken verteilen. So. Da habe ich immer ein paar größere und ein paar kleinere. Aber wir werden für jeden einen Platz finden. Perfekt. Alle Sterne kleben und ich bin eigentlich mit meiner Karten so schon total zufrieden. Was ich jetzt noch mache, was ich auch schon vorbereitet habe, ist mir gleich mein Innenleben reinzukleben. Das habe ich auch wieder mit den Distress-Oxid-Kissen gemacht. Also es passt auf jeden Fall auch zur Vorderseite. Rein mit dir. Es ist halt schon das zweite Mal, dass man das runterfällt. Da ist ein Kleber, da muss ich auch aufpassen. So. Einmal mittig aufkleben. So, das ist einmal die Karten und dann habe ich auch gleich den Umschlag, den werden wir auch noch schnell gestalten, weil mir ja da jetzt noch ein paar Planeten übergeblieben sind und da habe ich auch noch ein paar Sterne. So, da ist auch noch einer. Also das sind im Prinzip die, wo mir da in der Mitte dann dieser kleine rausgefallen ist. Da habe ich jetzt natürlich auch noch die Outline übrig. Und ich bin aktuell so dabei, eigentlich, wenn ich irgendein Projekt mache, dass ich versuche, so viel wie möglich zu verwenden, dass mir eigentlich ja, wenig Reststücke überbleiben, weil ich habe vor kurzem bei mir mal so mehr oder weniger aufgeräumt und ich habe wirklich eine komplette Kiste nur mit so Standsteilen, die halt irgendwo einmal beim Projekt übergeblieben sind und es ist halt, man verwendet es dann eh nicht mehr, sagen wir ehrlich. Wenn man, ich meine, so Stern vielleicht ja, aber wenn man wirklich so spezielle Sachen einmal ausgestanzt hat, um man vergisst drauf, sie bleiben in der Kiste und auch wenn man dann vielleicht mit dem Stempelset oder mit den Stanzen dann wieder irgendwas einmal macht, man vergisst ja drauf, dass man das hat und man stanzt sich es erst wieder neu aus oder die Farbe passt dann nicht genau. Also es ist irgendwie auch mit diesen Stanzteilkisten und Boxen bei mir nicht ganz so das Wahre. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das handhabst, wenn da jetzt irgendwas überbleibt. Schmeißt du das weg oder callst du dir das doch schon auf, beziehungsweise in welchem Zeitraum du dann auch deine Stanzboxen oder so dann auch einmal entrümpelst, sage ich jetzt einmal, und das dann einfach entsorgst, weil du das eh nicht verwendest. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du das handhabst. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt, wie gesagt, die fertige Karte mit diesem Cooler-Effekt, der aktuell leider nur bedingt funktioniert. Aber man kann es uns auch mit der Rakete einfach hin und her fahren. So. Genau.
Also es ist, die Sternform ist halt nicht das Optimale für die Cooler-Karte, aber es funktioniert eigentlich trotzdem ganz gut. Genau. Man muss das halt nur wissen. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Auch vom Stil her, von dem Optischen, von der Dekoration finde ich total cool. Und dann haben wir eben auch noch den passenden Umschlag dazu. Genau. Das war's jetzt mit dieser Karte. Und ich werde dir jetzt natürlich noch weitere Beispiele zu dieser Stanze mit den Sternen zeigen. Das ist jetzt die Karte, die wir gemeinsam gemacht haben. Also ich finde, sie ist richtig cool geworden, auch wenn dieser Cooler-Effekt leider nicht so rauskommt, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe. Es ist einfach diese Sternform, glaube ich, nicht das Optimale. Also man kann da mit dem Finger, wenn man sich die Rakete in die Hand nimmt, eigentlich ganz gut entlangfahren. Aber es ist halt bei den Spitzen so, dass er da diesen Cooler-Effekt nicht so richtig machen will. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, die Karte ist richtig cool geworden und man muss es halt einmal ausprobieren. Ich habe mir gedacht, das könnte ganz gut werden. Aber ja, der Cooler-Effekt ist jetzt mit dem Stern nicht so. Wenn man da einen Kreis oder ein Quadrat nimmt, glaube ich, funktioniert das auf jeden Fall besser. Und dann haben wir auch noch den passenden Umschlag, den haben wir eh auch gemeinsam gemacht. Also ja, generell finde ich, die Karte ist gelungen, nur der Cooler-Effekt halt. Man muss halt dann wirklich wie in einem Labyrinth mit der Rakete hin und her fahren, aber es hat ja nichts Nachteiliges, finde ich jetzt auf jeden Fall. Die nächste Karte ist wieder im gleichen Stil gehalten, also das ist auch eine coole Karte und auch wieder mit dem Galaxy-Hintergrund, dann in der Mitte den Stern ausgestanzt und dann eben als dieses cooler Element da mehr oder weniger zusammengeklebt. Ich finde, bei der funktioniert der cooler Effekt komischerweise ein bisschen besser als bei der Rakete, aber ich kann echt nicht sagen, woran es liegt, weil ich habe eigentlich alles ziemlich, ja, gleich gemacht, also auch, ja, ganz, ganz komisch. Genau. Dass es halt da besser funktioniert als bei der anderen, aber man sieht auf jeden Fall, es funktioniert. Dann habe ich da noch verschiedene Sterne aufgeklebt aus Spezialpapieren, eben mit diesem rosa Metallic-Papier und das Weiße da, das ist auch so ein Glitzerpapier. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Innen ist es wieder mit dem Hintergrund gestaltet und auch der Umschlag dazu passend mit dem roten, ja, roten Spezial-Metallic-Papier. So schaut die nächste Karte aus. Da habe ich auch wieder den gleichen Hintergrund. Also ich habe mir dann wirklich von dem Hintergrund dann auch einige Stück gemacht, dass ich da was auf Vorrat habe. Weil mit den Distress-Oxid-Kissen ist es immer so eine Batzerei und bis dann alles wieder sauber ist und für einen Karten bzw. für einen Hintergrund zahlt sich das dann immer fast nicht aus. Da habe ich mit Embossing-Technik auch gearbeitet. Also dieses I love you to the moon and back ist mit Embossing-Pulver dann besprüht und geschmolzen, dann kriegt es so einen schönen Metallic-Effekt und die verschiedenen Sterne habe ich mir auch ausgestanzt, aber dann nur die Outline aufgeklebt in verschiedenen Größen und ich finde, das schaut auch total schön aus. Gefällt mir auch sehr gut, die Karten. Innen sage ich dir noch, da habe ich jetzt oben auch noch mal, da sind mir ein paar von den Outlines übergeblieben und habe die da auch innen noch draufgeklebt. Genauso auch am Umschlag. Also ich finde auch die Umschläge, das schaut gleich ganz anders aus, wenn man die ja mitgestaltet. Richtig schön eigentlich. Dann wieder eigentlich eine Galaxy-Karte. Da habe ich auch wieder oben dann nur mit Distress-Oxid-Kissen mir mein Papier bearbeitet. Habe auch wieder die Outlines aufgeklebt und dann als Spruch You Shine. Da wieder der I-Punkt mit dem Stern. Also ich finde, das schaut richtig niedlich aus. Das gefällt mir total gut. Und innen habe ich dann eigentlich mehr oder weniger weiß lassen und habe dann nur in den Ecken auch noch ein paar Sterne reingeklebt. Der Umschlag schaut ähnlich aus wie vorher, auch mit dieser Outline und eben dem Distress auf der Seite. Ziemlich cool. Gefällt mir auch sehr gut, die Karten. Die nächste Karte schaut so aus. Da wie im Hintergrund jetzt einmal Casio Galaxy Designerpapier genommen, sondern da habe ich sowas Marmorisiertes, finde ich auch total schön. Da kommt einmal der Mond zum Vorschein, dann wieder To the Moon and Back, das ist mit Embossing-Pulver wieder bearbeitet und da habe ich auch Transparentpapier genommen. Und dadurch, dass man eben für die Sterne auch eine Outline hat, hat man dann auch was, um das Ganze festzukleben, weil das Transparentpapier zu kleben ist ja immer so eine Sache und mit der Outline, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Innen habe ich auch wieder die Sterne geklebt, die mir da noch übergeblieben sind und außen am Umschlag einfach nur den Mond und auch noch zwei kleine Sterne.
Bei der nächsten Karte bin ich jetzt eigentlich schon so ziemlich weg von dieser Galaxy-Richtung. Da habe ich wieder Shine It's Your Birthday. Also ich finde, das passt wirklich richtig gut zusammen. Und dann habe ich da als Dekoration noch zwei Fähnchen aus Designerpapier ausgeschnitten, habe dann zwei Sterne in verschiedenen Größen ausgestanzt und mir das aber dann auch mal mit Farbkarton hinterlegt, dass die noch so ein bisschen hervorkommen. Und im Hintergrund nur auch mit ein bisschen Farbe und einem Schwämmchen das noch reingebracht. Ja, ist also wieder grünlich, damit es eigentlich dann auch zum Kartenrolling dazu passt. Damit es halt so komplett weiß ist eigentlich. Finde ich es auch eine gute Karte, um das jetzt als Anfänger zu machen. Klar, das Einzige, was man braucht, ist eine Stanzmaschine, aber es geht ja in dem Video eh um die Stanzen. Also gehe mal davon aus, dass jeder, der das Video schaut, auch mindestens die Sidekick oder irgendeine kleine Stanzmaschine hat. Und innen habe ich dann nur auch wieder mit der Farbe auf der Seite ein bisschen gearbeitet und dann die Sterne aus dem, ja, ist eigentlich das gleiche Papier wie der Kartenrolling, dann ausgestanzt und dann in die Ecken geklebt. Und am Umschlag habe ich auch noch einmal so ein Fähnchen über gehabt und dann auch noch ein paar Sterne da drauf geklebt. So schaut meine nächste Idee aus. Also ich finde, man kann auch mit den Sternen total gut Decks verzieren. Und ich habe sie ja vorhin schon angesprochen mit meiner Restekiste für diese ganzen Stanzteile. Sowas habe ich natürlich auch für Papier. Und da möchte ich jetzt auch öfter dazu greifen, weil ich bin dann echt trotzdem irgendwie, obwohl ich diese Restkiste immer im Hinterkopf habe, ich hole sie einfach nicht hervor, weil ich, keine Ahnung, vielleicht zu faul bin, um irgendwas zu suchen. Und das Praktische ist, gleich wieder ein neues Blatt anzuschneiden. Aber für so kleine Sachen, das ist super, die Restekiste. Also schreib mir wirklich gerne in die Kommentare, wie du mit deinen Resten so verfährst, wie groß auch die Stücke sind, die du aufgehaltest, ob du wirklich nur größere Stücke aufgehaltest oder alles, was halt auch noch in dem Bereich ist, dann zum Beispiel irgendwie bei dir in dieser Kiste landet. Genau, aber das ist auch eine schöne Idee, mit den Sternen dann wirklich auch so kleine Decks als Geschenkanhänger zum Beispiel zu verzieren. Und auch die nächste Karte geht wieder so in diese Kategorie Resteverwertung. Da habe ich einfach nur aus dem gleichen Farbschema verschiedene Restpapiere übereinander geklebt und dann noch mit den schwarzen Sternen, um das Ganze ja irgendwie so zu brechen, dass es nicht zu bunt wird. Den großen Stern habe ich mir einmal ausgestanzt mit der Outline und dann auch innen weiß gelassen und dann eben drauf gestempelt und los. Da wollte ich jetzt dieses und los nicht parallel zum Stern haben, sage ich jetzt einmal, sondern parallel zur Karte. Vermutlich hätte es ein bisschen besser ausgeschaut, wenn ich es jetzt parallel zum Stern gestempelt hätte, aber ich finde irgendwie trotzdem, dass die Karte ganz cool ist und wie gesagt, Restpapiere kann man mit sowas auf jeden Fall sehr schön verwerten. Innen schaut sie dann so aus, da habe ich einfach nur den großen Stern, auch noch Restpapier und den kleinen Stern. Und der Umschlag außen schaut auch so ähnlich aus wie innen, also auch mit den Sternen und dann noch ein Stück Restpapier, das ich einfach so draufgeklebt habe. Und die letzte Karte für heute, die schaut auch so aus. Da habe ich eben auch wieder ähnlich wie bei der vorigen mit den Restpapieren gearbeitet. Da habe ich mir den Spruch allerdings jetzt parallel zum Stern gestempelt. Also ich finde, das schaut irgendwie schöner aus, als wenn man es wirklich so schief dann in dem Stern drinnen hat. Auf der Seite habe ich mit dem Bordürenstempel, die waren ja in diesem Flohmarkt Zeugsvideo dabei bei den Stempeln. Das habe ich auch schon vor ein paar Wochen hochgeladen. Genau, da waren die eben drinnen. Also die habe ich da auch schon im Einsatz gehabt und eben wieder die schwarzen Sterne in verschiedenen Größen und Formen ausgestanzt. Innen habe ich auch wieder nur die Linien gestempelt und genauso auch auf dem Umschlag. Da habe ich aber mehr nebeneinander gestempelt. Finde ich, schaut auch sehr schön aus und es harmoniert halt alles so mit der Karte. Gefällt mir auch gut. Und ja, genau, wieder ein bisschen Restpapier aufgebraucht. Ich finde es wieder total cool, wie viele unterschiedliche Karten entstanden sind. Und ja, ich muss sagen, natürlich Sterne eigentlich, denkt man da als erstes an Weihnachtskarten. Aber mal ehrlich, wir haben jetzt Ende Mai, Anfang Juni. Die Sterne, okay, sie passen total gut für Weihnachten, aber mir ist es jetzt einfach noch zu früh für Weihnachtskarten. Also ich denke, ich werde vielleicht einmal mit den Sternen dann auf jeden Fall für Weihnachten dann was basteln, aber ich wollte es jetzt ehrlich gesagt nicht in diese Weihnachtsrichtung haben, weil ich zum einen meine ganzen Weihnachtssachen eigentlich verpackt habe. Die hole ich meistens erst so im September wieder raus, um dann die Weihnachtssachen zu basteln. Und ja, mir ist irgendwie, ehrlich gesagt,
einmal so richtig nach Sommer, nach hoffentlich ein bisschen Urlaub, Normalität, aber noch nicht wirklich nach Weihnachten. Ich hoffe, du verstehst es. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, welche der Karten dir jetzt am besten gefällt, ob du diesen cooler Effekt, auch wenn er jetzt, wie gesagt, mit dem Stern nicht ganz so gut funktioniert, auch schon versucht hast, beziehungsweise wie dir die Idee gefällt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schreib mir auch auf jeden Fall in die Kommentare, wie du das mit deinen Restpapieren und mit diesen Standseilen, die immer wieder überbleiben, handhabst. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, weil vielleicht ist das ja auch für mich dann was, dass ich mich da ein bisschen neu orientieren werde und weg von meinen Kisten komme. Genau. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, Baba, und bis zum nächsten Mal.